ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Ich habe gestern beim Fernsehen wieder eine Idee gehabt von einer Teelichtkarte. Die möchte ich euch heute zeigen, beziehungsweise sie mit euch zusammenbauen. Ich habe schon fleißig vorgearbeitet, weil sonst hätte das Video gesprengt. Ich werde euch jetzt mal zeigen, was ich dafür benutzt habe, und dann baue ich die Karte zusammen. Also, ich habe benutzt einmal das Stempelkissen in Espresso. Dann habe ich benutzt das Stempelkissen in Terracotta. Zum Ausmalen habe ich die Blends benutzt, und zwar einmal den Blend dunkle Osterglocke. Dann habe ich den Stamping Blend benutzt, Dunkel Chili. Dann habe ich benutzt Dunkle Savanne. Wo kommst du denn jetzt her? Ja. Dann habe ich benutzt Hellsavanne. Da steht in ganz vielen Sprachen da drauf. Muss ich mal gucken, wo steht die deutsche Sprache. Dann habe ich benutzt grüner Apfel. Und ich habe nochmal benutzt hell Babyblau. Dann habe ich benutzt die Stanzform Kamin. Da habe ich eben halt ganz viele jetzt benutzt. Das ist auch ein sehr umfangreiches Set. Das finde ich total schön. Man kann da wirklich viel mit gestalten. Dann habe ich dazu passend das Set genommen mit dem Kamin. Ich habe das in Englisch. Es gibt, ich weiß nicht, ob das noch das in Deutsch gibt. Wie ich das bestellt habe, gab es das nur noch in Englisch und Französisch. Aber es ist auch ein englischen tolles Set, war einfach dieser Kamin. Man kann da so viele tolle Sachen mitmachen. Und mir gefällt das einfach richtig gut. Das ist ein Set mit Clear Stamps und richtig, richtig toll. Dann habe ich heute mal zwei andere Prägefolder benutzt. Nicht meinen üblichen, den ich sonst immer habe, sondern ich habe diesmal den 3D-Prägefolder benutzt, Struktureffekt. Das ist dieser. Der hat dann so eine ganz leichte Struktur. Und ich habe den Prägefolder Mauerwerk benutzt. Da kommt dann so eine ganz tolle Mauer bei raus. Den finde ich also wirklich auch richtig schön. Dann habe ich natürlich wieder meine Trio-Stanze benutzt. Die habe ich fast immer im Einsatz. Und jetzt können wir die Karte zusammenbauen. Also, es wird so eine Aufstellkarte. Dafür habe ich den Karton Terracotta genommen und habe ihn einmal in der Mitte durchgeschnitten. Dann habe ich ihn zweimal gefalzt, einmal bei 7,5 und einmal bei 14,5. Ihr könnt aber auch, wenn ihr gerne die Karte nachbasteln möchtet und wenn ihr dieses Set bei mir bestellt, was ihr dazu braucht, also ihr braucht jetzt nicht die ganzen Blendenmarker, das könnt ihr auch mit anderen Farben ausmalen, aber ihr braucht die Stanzen und eben halt auch das Stempelset und wie gesagt, solltet ihr das gerne nachbasteln möchten und das bei mir bestellen, dann schicke ich euch die genaue Beschreibung damit zu. So, jetzt werde ich erstmal den Aufleger raufkleben. Den habe ich jetzt mit dem Struktureffekt geprägt. Das, wie gesagt, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Geht auch ohne Prägung. Und ich habe zwei Stempel da vorne an der Seite raufgestempelt. Den setze ich jetzt erstmal hier rauf.
So. Genau, nun ist das schon da drauf. Und nun, wo habe ich das jetzt hingelegt? Da. Genau, nun mache ich da noch so ein kleines Fenster hin. Das ist Transparentpapier. Das klebe ich von hinten hier rüber, damit man dann das Licht nachher sieht. Das mache ich mit doppelseitigem Klebeband. Also sie ist auch überhaupt nicht schwer nachzubasteln. Ich habe bloß ein bisschen gebraucht, weil ich mir erstmal alles so ausdenken musste, wie ich das jetzt genau machen wollte. Deswegen habe ich da auch, wie gesagt, ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe hier den Kamin zum Beispiel als erstes gestempelt. Und dann gibt es auch so eine Viereck-Stanzform. Die ist in dem Stanzform-Set mit drinne. Das ist diese Stanze. Damit habe ich denn den Kamin also einmal ausgestanzt und das Innenleben auch ausgestanzt. Dann habe ich den Kamin hierauf platziert, wo ich ihn haben wollte. Habe das dann markiert und das auch ausgestanzt. Und ich habe in Savanne den Karton habe ich geprägt mit dem Mauerwerk. Und habe das dann auch da so rangehalten und habe dann auch geguckt, wo will ich die Ausstanzung haben und habe das Viereck raufgelegt und ausgestanzt, sodass alle zusammenpassen. So, nun kann ich schon den Karton da aufkleben. Ich werde vorher nochmal das kleine Feuer, das ist auch eine Standschablone. Wie gesagt, das Standschablon-Set ist ziemlich viel, also da sind ganz viele bei. Mal gucken, wo ich mein. Da. Ich mache ja immer gerne auch diese Stanzteile mit so mit so einem warmen Abroller drauf. Falsch rum. Naja, gut, dann klebe ich ihn jetzt von hinten hin. So. Ja, das ist auch cool. So, dann kommt als nächstes kommt eben halt der Aufleger da drauf, das Mauerwerk. Das mache ich wieder mit Tombow-Kleber. Ja, wie gesagt, solche Ideen kommen mir abends so beim Fernsehen. Dann überlege ich, was ich so machen kann. Heute Morgen habe ich Nachrichten geguckt. Und bin dann so ein bisschen abgeschweift und hatte dann auch noch eine tolle Idee von einem Spiel, was ich mit dem Set nichts zu meckern machen werde. Damit komme ich dann demnächst auf Sendung. So, nun werde ich alle Teile, die ich jetzt schon ausgestanzt habe, so dekorativ hier raufpacken. Mal gucken, ich habe noch, das habe ich noch vergessen. Nämlich vorher noch so ein Stück Band, das will ich da auch noch aufsetzen. Dafür mache ich hier auf der Rückseite so ein Stück doppelseitiges Klebeband. Muss ich nur gucken, dass ich das gerade drauf kriege. Ja, wie gesagt, bei mir ist das auch so, wenn ich so bastel, es entsteht bei mir. Also es ist nicht so, dass, muss ich mal gucken, das wird ja jetzt schief, ne? Da habe ich, glaube ich, zu hoch gemacht. Ist jetzt nicht so, dass ich so ganz am Anfang schon genau weiß, wie es rauf, was bei rauskommt, sondern dass das Stück für Stück entsteht, während ich bastel. Ja. Die Masse noch wieder abgeht.
gekriegt. So. Und das finde ich das Spannende am Basteln. Gerade jetzt so in dieser dunklen Jahreszeit mit der Situation, die wir gerade haben, ist das wirklich so ein schöner Ausgleich. Wenn ich am Basteln bin, vergesse ich auch alles so rundherum. So, dann haben wir hier vorne das nochmal drauf. So, und den Kamin, den werde ich jetzt mit 3D-Pads draufsetzen. Also ich finde das auch so eine 3D-Karte mit eben halt ein Teelicht drin, ist auch irgendwie ein schönes Geschenk. So, das setze ich jetzt hier mit drauf. So, und jetzt kommt die Deko. Alles, was ich noch so jetzt gestempelt und ausgestanzt habe. Legen wir mal alles hier so hin. Wie gesagt, das Set ist also richtig, richtig umfangreich. So, hier habe ich jetzt eben halt die Blendmarker benutzt, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Das könnt ihr aber auch mit anderen Stiften ausmalen. Und ich habe hier noch so ein bisschen, und zwar mit diesem Glitzerstift, da habe ich noch so ein bisschen Glitzer drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So, das soll jetzt hier so ein bisschen auf dem Kamin stehen. Die Lampe auch. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, noch meine anderen Videos zu gucken. In dem einen Video kündige ich noch mal die Verlosung an, die ich am 20. Dezember mache. Schaut da mal rein. Das ist, nennt sich eben halt Verlosung auch, das Video. So, dann kommt er dahin. Ach, ich finde das so schön, dass man das so alles aufeinander bauen kann. So, dann mache ich jetzt noch so ein bisschen Tombow-Klebe rein. Braucht gar nicht so viel. So, und jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich das hier so ranhaben möchte. Ja, das mache ich dann auch noch mal. Also hier habe ich auch so ein bisschen Glitzer drauf gemacht. Ich zeige das mal so hoch. Da habe ich auch mit dem Glitzerstift auch überall so ein bisschen Glitzer drauf gemacht. Ja, dann habe ich hier jetzt noch eine Schleife. Wollte ich hier noch an die Seite ran machen. So, wenn ich sowas mache, dann bin ich auch immer ganz aufgeregt, wie das denn aussieht, wenn es fertig ist. Weil das ja so eine Eigenkreation ist. So. Genau. Und damit sie denn jetzt so stehen bleibt, habe ich jetzt hier so Holz noch auf 3D-Pads gemacht. Sehen, wie weit ich sie so hinstellen will. So. Und damit kriegt die dann halt die Karte. So,
habe ich jetzt auch wieder, die ganzen Deko-Teile habe ich also alle gestempelt und dann mit den Blendmarkern koloriert und anschließend ausgestanzt. So, das wollte ich hier noch ein bisschen quer, dass das so ein bisschen wie Holzstapel aussieht. Ja, mit dem Spiel, was ich jetzt so im Kopf habe, ich bin gespannt, ob ich das so umsetzen kann, wie das so in meinem Kopf gerade drin ist. Ihr dürft also gespannt sein. Wird als nächstes auf alle Fälle auf Sendung kommen. Ich muss mal gucken, ob ich morgen Zeit dazu finde. Werde ich es eventuell morgen schon auf Sendung bringen. So, und jetzt noch der Gruß. So, jetzt werden wir noch ein paar Glitzersteine drauf machen. So, mal gucken, wo wir das raussetzen. Ich glaube, ich setze einfach hier so drei hin. Oder zwei reichen hier auch. Und hier unten nochmal zwei. Es gibt immer noch so ein kleines Highlight, wenn man nochmal so ein Steinchen draufsetzt. Jetzt habe ich die ganzen Plastikdinge an meinen Händen kleben hier. Das ist ja furchtbar. So, ich glaube, ich habe sie alle ab. So. Im Grunde genommen ist sie so schon fertig, die Karte. Ich versuche sie mal so zu halten. So, genau. So, nun werden wir mal das Teelicht anmachen. So, und da reinstellen. Ja, wie cool ist das denn? Oh, cool. Das sieht richtig toll aus. Ich hoffe, ich kriege es so rüber, dass ihr das so sehen könnt. So, ich kipp sie mal so. Ich denke mal, man kann das so sehen. Sieht das nicht toll aus? Ich bin ganz begeistert. Und so schnell auch gemacht und mit so einem tollen Effekt einfach. Ja, ihr Lieben, das war meine Karte, die gestern in Gedanken entstanden ist und heute in Realität. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr Lust, sie nachzubasteln. Wie gesagt, sagt mir Bescheid, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir in die Mail. Ihr dürft mich auch gerne anrufen, alles ist in Ordnung und ich bestelle euch das gerne und wie gesagt, wenn ihr das bei mir bestellt, dann bekommt ihr von mir die Beschreibung der Karte mit den Maßen. Bekommen, die packe ich dann dabei. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt vor allem gesund und ganz liebe Grüße von Andrea aus der Basteloase.